Tut mir leid, Leute, gerade eben ist mein Minecraft schön abgeschmiert. Ich weiß nicht, woran es lag. Auf jeden Fall, wir waren dabei. Und jetzt ist der Sound auch wieder lauter. Warte mal, ich mach mal hier. Auf jeden Fall den mal ein bisschen runter. Maxi, du bist noch da, oder? Hoffe ich. Ja. Rausch, wahrscheinlich. Ja, Maxi mutet sich wegen diesem nervigen Störgeräusch jetzt dann vielleicht ein paar Mal öfter. Und der Ingame-Sound kommt mir jetzt gerade so laut vor, aber naja. Blockhütte, genau. Super. Es wird dunkel. Egal. Na, mach mal das hier auch noch weg. Das ist dann nicht so wichtig jetzt. So. Nein. So. Das soll ja nach irgendwas aussehen. Ich weiß, also frag mich nicht nach was, aber nach irgendwas vielleicht schon. So, und ach, das war der Ort, wo ich eigentlich das Portal hinmachen wollte. Ah, das ist ja interessant. Okay. Tatsächlich nochmal hier wiedergefunden. Unglaublich. Gut, hier schätze ich mal. Muss ich die Nacht verbringen irgendwie? Habe ich eigentlich Wolle dabei? Nein. Na gut, dann werde ich einfach mal versuchen, hier zu überleben. Ohne Fackeln. Na. Oh. Ich Vollidiot. Ich setze mich jetzt einfach mal einen Waypoint cheaten. Ich hin oder her. Scheiß drauf. So, wie funktioniert denn das? Waypoints. Add. Current. Color. Machen wir mal einen schönen, ja, orangenen Waypoint. Waypoint, Blockhaus. Wow, zum Glück überhaupt nicht nervig. So. Und jetzt versuche ich mal irgendwie den Weg wieder zurückzufinden, ne? Ah. Katzi! Irgendwie ungewohnt, so ohne dass jetzt Maxi die ganze Zeit labert. So, wo ging's nochmal nach Hause? XD. Aua! Verdammt. Du bist doch so schlecht, Junge, echt. Ja, was denn? Mein Minecraft ist abgeschmiert, jetzt weiß ich nicht mehr, wo es hingeht. Ich könnte ja die Koordinaten sagen, aber das ist ja dann Cheaten. Ja, sag mal. Ja, genau. Warte gleich. Bock hat Sand ab. Ich kann die Koordinaten. Rauscht es eigentlich immer noch so hardcore? Was ist? Rauscht es immer noch so hardcore? Ja. So, jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr so krass rauschen. Nein, überhaupt nicht. Ja, weil ich habe das wieder ausgesteckt. Oh mein Gott, ich werde sterben. Warte, ich kam von da. Ich muss jetzt leider sterben. Ich hoffe, ich kam von da. Ich glaube mal, ich kam von da. Super, kein Essen. Nix. Warte, Koordinaten ist also minus 430 plus 400. 430. Moment, 400. Warte mal, ich bin gerade. Ich bin gerade auf minus 466 und 500. Okay, warte, da muss ich in die Richtung und da in die. Also war ich ja praktisch auf dem richtigen Weg. Woo, Creeper! Da hat den halben Baum vor uns weggerissen. Du bist ja so schlecht. Ja, genau. Aber du, Olli. Aber du. Ey, ich hab'n Bogen gekriegt. Creeper! Oh, ja, Problem hatte ich auch.
Tja, aber ich habe ihn natürlich mit meinem Können besiegt. Okay. Beim Endless Skill, Junge. Juhu! Ich sehe unser Zuhause. Wieso auch immer kann ich das eigentlich. Wieso auch immer kann ich dir das bloß nicht glauben? Komisch, ne? Wo du mir doch sonst immer alles glaubst. Aua. So, jetzt nur noch irgendwie gefahrlos. Ah, Diane im Weg. Danke. Scheiße, ich kann nicht mehr sprinten. Aber jetzt läuft es wenigstens wieder flüssiger. Ich bin... ernsthaft manchmal für... Warum mache ich die Lianen da eigentlich weg? Das wäre eigentlich nur eine Abkürzung gewesen. Vollprofi. So. So. Miau. Hallo, ich hätte gern was zu essen. Dankeschön. Krieg jetzt das zurück, was ich dir gegeben habe. 4 Brote. Ja. Ja, jetzt habe ich gar nichts mehr. Warte, wollen wir pennen gehen erstmal? Ja, wäre ich auch dafür. Ach, da hat einer eine Diamantschaufel. Ja. Soll ich das jetzt die halbe mich, dass abbauen? Leroy Games off ist auf Dingens Origin. Ich habe sogar die Schaufel verzaubert mit Unbreaking. Du bist doch ein... Ja, wenn ich die halbe Wüste jetzt abbauen werde. Ich Ich verzauber nachher meinen Cobblestone, Junge. Dein Cobblestone-Sperr? Nein, mein Cobblestone. So. Skill. Ich verzauber meinen Cobblestone auch mit Unbreaking. Das wäre geil. So, Cobblestone des Zerstörens. Alter, das ist nicht Cobblestone, das ist Holz. Ja. Wer das nicht kennt, schaut euch mal ein TT an. Ach so. Ich glaube, ich habe Holz gefunden. Das ist so geil, echt. Müsst euch anschauen. TT's Epic Moments 3 ist es, glaube ich. Ja, oder schau dich einfach das Blind Minecraft an. Let's play Minecraft Blind, also wirklich blind. Skillprex LP. Meine Schaufel wird nie kaputt gehen und wenn sie kurz vorm kaputt gehen ist, repariert. Lockhaus, juhu, ich hätte es gerne, dass der, warte mal, nein, nicht da. Waypoints. Ja, machen wir erstmal off. Mir fällt gerade ein, dass ich auch direkt Sandstone abbauen könnte. Statt den mir zu machen. Machen wir erstmal so. Oh mein Gott, ich bin so hoch im Block. Hey. Und, achso. Ich glaube, wir machen die Blockhütte dann nicht allzu groß, oder? Nee. Ja, das reicht eigentlich schon. So. Dann schaufeln wir mal wieder. Everyday am Schaufeln. Everyday am Schaufeln. Ich hoffe, der Ingame-Sound ist jetzt nicht allzu laut, weil ja gerade Minecraft abgeschmissen und deswegen hat sich das Moment ist der
Ja, doch. Ich hoffe, das ist jetzt in Relation zu Skype nicht allzu laut. Und ich weiß jetzt nicht, was jetzt nächstes Update alles noch eingefügt wird. Türen in verschiedenen Farben. Kacke. Warum denn? Wäre doch cool. Ich meine, hier sieht die Holztür jetzt nicht so geil zu dem anderen Holz aus. Ich find's scheiße, dass diesen Bugfix mit dem Kaktus. Mit diesem Block schräg drüber, dass der Kaktus dann direkt wieder runterfällt. Ach, fixen die das? Oh, mit dem Kakaobohnen-Update. Also mit der Snapshot letzte Woche. Oder diese Woche. Nervig. Meine Schaufel wird nie kaputt gehen. Hoppla. Ja, ich bin ja auch der Schlauste von Welt. Ich bin ja auch... Ernsthaft, manchmal wünsche ich mir echt mal so ein Abonnententreffen, wo mir einfach alle mal so einfach einen in die Schnauze hauen können. Bin ich dafür? Piepton! Wollen wir ihn einbauen? Nein, wollen wir nicht. Du sollst jetzt nicht sagen, wo wir uns alle treffen sollen. In deiner Mutter. Verdammt, ich soll ich einen Piepton einbauen. Was? Die hat eine eigene Postleitzahl, okay. Nein. Meine nicht. Wenn wir jetzt schon wieder bei Mutterwitzen sind. Andis Mutter. Wir können auch gleich mit Penner anfangen. Ja, ne? Der Maxel, der ist jetzt nicht da. Der ist bei Skillprex LP. Nein, ist auch nicht. Ist sein Vater. Ist Moritz sein Vater oder was? Oh nee. Kannst du vielleicht mal ein bisschen Glowstone und Redstone bereitlegen? Das wäre nett. Und Cleanstone. Ja, Cleanstone machen vielleicht. Nein. Ich bin gerade in der Wüste. Kann gerade nicht. Na. Weil will ich so voll krass Redstone-Lampe und so. Weicht. Ich weiß nicht mal, wie man die macht. Ich schon. Beziehungsweise Minecraft-Wiki weiß es sicher. So ein Redstone-Pro und dann weißt du nicht mal, wie die Lampen funktionieren. Du, ich baue viel mit Redstone, ja, aber ich cheat mir den Scheiß dann auch. Übrigens wird aber bald ein Video kommen zu einer Adventure-Map, die ich mit dem Darkrot zusammenbaue. Ist auch mit Redstone. Ja, wird hoffentlich bald kommen. Haben schon ein zweites Projekt in Planung. Und ich habe Maxi heute mal ein Bild von der Verkabelung gezeigt. Freut ja, euch. Was? Ja, die sehen es ja noch nicht mal. Außer sie stimmt, die sehen nehmen die ja Map nicht. Auseinander. Zum Glück. Zum naja, Glück. Es ist ein Teil ist gut verkabelt und ein Teil schlecht. Ich habe den schlechten Teil gesehen. Ja, den guten hättest du auch sehen können. Hättest du halt ein anderes Bild anschauen sollen. Katze! Ich überlege mir ernsthaft, ob ich mal auf so eine Katze draufhauen soll. Also so RL und so. Natürlich. Wir Gamer hassen ja Tiere. Und nein, wir haben sowieso kein Real Life. Ja. Hassen Tiere und alles, was mit der Realität zu tun hat. Ey, wir mussten doch in Deutsch so ein Referat über Albert Einstein halten, gell? Ja. Und der in meinem Referat, der hatte halt als Thema, als Teilthema bei uns... Relativitätstheorie. Genau. Und der konnte die nicht erklären. Aha. Toll. So schlecht, echt. Und, was ist er denn, hä? Dass alles relativ ist. Ja. Nein! Wow. Nein, aber also ich habe das mal so erklärt bekommen, dass man es so sehen muss, dass wenn zum Beispiel du jetzt eine halbe Stunde zockst, dann vergeht die Zeit viel schneller, als wenn du eine halbe Stunde lernst. Ja. Für eine Ameise ist ein Zentimeter auch riesig.
Genau. Und für uns nicht. Genau. Wir werden Albert Einstein 2.0. Ja, auf jeden Fall. Update. Bugfixes. Albert Einstein Bugfixes. So schaut's aus.